Scheißegal, ob die einen Hater haben, Mann. So egal, ich werde die trotzdem alle kriegen, hoffentlich. Vielleicht unter Umständen, je nachdem, wie es läuft. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Gustav und das ist eine neue Folge von Du bist mein Robocop. Und heute stellt sich die Frage, wie verrückt kriegen wir noch meine Haare? Ah. Auf jeden Fall haben wir wieder zwei tolle Klassen, ne? Über toll lässt sich diskutieren, natürlich. Wir haben zwei Klassen, eine mit den meisten Likes und eine vollkommen zufällig ausgewählte, also kann jeder drankommen. Was ihr machen könnt, wann ihr wollt, ist einfach eine Klasse unter das Video stellen und dann nächste Woche. Vielleicht seid ihr dran, vielleicht auch nicht. So, die meisten Likes ist von TS Watchdog 500. Er sagt, hi Gustav, meine Waffe für die nächste Folge ist die ICR 3? Okay. Die Aufsätze sind Griffschaft, Lasermarkierer, langer Lauf mit Varix 3 Visier, die Börse sind Blinderer, blinde Überwachung, Punkte des 1 sind Schwimmelade, Donnergarn und Robocop. Exodus? Oh. Kontrollier dich, Georg. Was haben wir hier? 4 zu 3 ist ein Anfang? Was? Ich komme nicht auf klar. Cyborg eliminiert. Was war das gerade? Highlight für mich, wenn ihr mich fragt, so. Digga, ich finde keine Gegner. Ich finde keine Gegner und drei auf einmal. Was? Ja, ich hätte halt jetzt nicht weiter vorspringen müssen, aber ich dachte schon so, oh, du findest ja eh keine Gegner, ne? Das ist halt also, das ist nicht mein eigenes Problem. Natürlich bin ich das selbst schuld. Aber ich wollte es einfach einmal angemerkt haben. Mal hier lang. Jo. Aha. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Gott sei Dank bin ich denen nicht zu früh begegnet, oder zu spät begegnet, weil er hat bestimmt einen Ripper gehabt. Da wäre ich direkt tot gewesen. Dann hätte ich geweint. Und ja. Boah, hätte mich noch fast bekommen, ne? Zwei Leute! Yeah! Da drüben sind auf jeden Fall welche. Der Typ steht hier so richtig, so nicht beschützend. So. Oh, Alter, was für ein Laser. Okay, da hat, glaube ich, jemand mit einem Sniper geschossen. Da bin ich natürlich weg, ne? Da bin ich raus, so. Captain Miau. Geiler Name, Mann. Ich feier dich. Captain Miau. Warum zum Fick gehe ich in die Mitte rein, oder? Warum denke ich mir, dass das in Ordnung ist? Nein! Ich lebe noch. Ich lebe noch. Noch lebe ich. Oh Gott. Der stand neben mir. Wo kommt der denn jetzt noch her, Mann? Ja, der... Kein einzigen Kill, oder was? Lol. Aber, was eine Runde, ey. Das ist auch wieder so eine Runde, wo man nur nachläuft und... Wisst ihr, wie meine Leiden sind? Oh, ich reg mich einfach zu sehr auf gerade. Gott, damn it! Ich weiß gerade echt nicht, ob ich Black Ops 3 weiter aufnehmen kann überhaupt noch. Aber ich bin einfach diesen Spiels überdrüssig, würde ich sagen. Oh, ich brauche das einfach nicht mehr in meinem Leben. Gerade jedenfalls so. Ich werde natürlich darauf gerne zurückkommen irgendwann. Aber gerade jetzt so, es ist einfach gerade zu viel für mich. You die! I live! Yes! Hello! 17 zu 6, ey, kaum vierter Platz, weil ich nichts abbekommen habe, ne? Und der schreibt easy! Den Leuten hinterhergelaufen wie so ein Verrückter, ne? Und was habe ich bekommen? Nichts! Den Dollarrollen habe ich bekommen. Neue Lobby, neues Glück und eine neue Klasse. Die zufällig gewählte von Tyrannis 444. Meine Klasse primär KN44 schafft. Schnelles Magazin, Griff, Semtex, Geistplünderer, Streaks. Sind Vorräter, Hater und Robocop. Spezialist der Kampffokus. Viel Spaß. Werde ich vielleicht unter Umständen haben, je nachdem, wie das nicht läuft. Ich bin gerade nur so... Ah, da ist natürlich wieder eine Lobby, wie man sie haben will. 25-0 steht einer. Mit der HG40 steht da 25. Havoc, ja. Und hier steht's 14 zu 1 für uns. Waffen scharf. Ja, ist es überhaupt noch möglich, eine Lobby zu finden, wo es irgendwie fair ist? Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Er ist so, ich ziele exakt auf dich. Echt. Schön, dass ich meinen Kampffokus angemacht habe, nachdem ich 5 Gegner oder gesehen habe oder so. Aber das war... Ein Cheater. Oh, gucken wir uns das nochmal an. Ah, oh, ist er nämlich getroffen? Zeig mal. Ein kleiner, dieser Mensch. Was ist das? Wer spielt denn so? Andere Leuten den Spaß verderben. Ja, ich habe schon gemerkt, dass es vielen Leuten Spaß macht. Jetzt hat er, macht er ihn gerade aus, oder was? Macht er ihn gerade aus? Oh nein, er hat ihn nicht aufgemacht. Ich irrte mich. Wie das aussieht. Das? Ne, das ist er nicht. Oh doch, das war er.
Und der ist der andere da gewesen, sag mal. Wie das aussieht, ey. Macht das Spaß? Ist das so? Könnt ihr mir da Berichterstattung geben? Leute, die schon gecheatet haben. Aber es könnte sein, dass ich euch dann direkt blockiere. Weil ich euch hasse. Cheater, Alter. Ja, auch gecheatet. Absolut gecheatet. Lol. Aus der Hüfte erstmal so einen ersten Schuss in den Kopf. Alles klar, Georg. Komm, lass mal den Kampf ist durch. 0,9 KD hat er. Er ist nämlich eigentlich gar nicht so gut. Der hat sich anscheinend eben erst gekauft. Absolute Sturmfrisur. Raste gleich vollkommen. And now? Let's go. Mit dir ganz oben hochspringen. Dann werde ich von irgendeiner Granate getroffen. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Ha! Alles klar, Georg. Feind am Boden. So, ja, ich muss mich mal kurz konzentrieren. Ist das in Ordnung für euch? Ich denke schon. Oh mein Gott, diese Waffe, ne? Oh, die KN. Oh, Leidenschaften werden wieder geweckt. Er tötet sie alle. Okay, er hat nicht einen einzigen getötet und ich muss sie unbedingt weg. Dann hole ich mir den da mit einer Granate. Ja! Rausgelockt mit der Granate. Meinst du, ich werde jetzt sterben, wenn ich hier an die Wand gehe? Ich denke nämlich schon. Yay! Ich habe keine Ahnung, wo die Gegner sind. Hol sie mal dahin. Dann gucke ich mal hier hinter, weil. Donnergrollen, ja. Danke, dass du mir das fast wegnimmst, Alter. Mein Essay. Donnergrollen. Hatten wir ja noch nicht heute. Keine Ahnung, kann ich hier drin bleiben und mich schützen damit? Oh, oh, der Triple! Ja! Mein Bildschirm ist leer. Oh nein, wo kommt der denn hier? Ich habe damit null gerechnet, ne? Und der war da. Ja, das war ja natürlich das Einfachste, was er machen konnte, ne? Granate! So. Ah, die KN, ganz ehrlich, ich vermisse die gerade schon so sehr, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe. Diese Waffe ist einfach nur ein Biest. Ja, mein Freund. Ich habe keine Munition mehr. Lol. Oh, da habe ich noch einen Kill bekommen, bevor ich mit Fäusten hier rumlaufen muss. Mau. Hallo. Was mache ich denn jetzt? Wo sind meine Teamkollegen? Ah, da hinten ist einer. Keine Munition. Kein gar nichts. Egal, das ist gerade lächerlicher geht's nicht, ne? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh. Feindlicher Hater. Einer steht 11-12-0. Oh, hab ich dem gerade gegeben, oder was? Scheißegal, ob die einen Hater haben, Mann. So egal, ich werde die trotzdem alle kriegen, hoffentlich. Vielleicht, unter Umständen, je nachdem, wie es läuft. Hey, Maker, und ich hab's überlebt. Was? Au! Wie habe ich das getan? Was sind meine Geheimnisse? Niemand weiß es. Alle fragen sich, oh, wow. Das ist keine Frage, aber... Jawohl. Ich habe schon wieder nur 5 Schuss. Ich muss gerade hier die Gorgon. Da. Oh, und da war Monitor. Oh, das könnte Klatsch werden. Je nachdem, wo ich das positionieren kann halt. Mitte wäre natürlich am besten, wenn sie halt nicht mehr in die Mitte könnten. So, mal sehen. Vielleicht bringt das was. Ich schalte mal jetzt einfach meinen Kampffokus ein zur Sicherheit. Falls hier jemand kommt, dass ich dann sofort bereit bin für ihn. Und mein Geschütz bringt ja natürlich dadurch auch extra Punkte. Darf man auch nicht vernachlässigen. Assist bringt auch viele Punkte. Mach hier all the assists. Oh, nice, die Drohne. Dankeschön, Mann. Wir sind relativ knapp vor dem Hater und da kommt der. Dachte, ich könnte es schaffen. Aber dem war nicht so. Goddammit, gegen den Haymaker-Typen. Ey, dieses Spiel macht mich fertig. Dass Leute halt mit einer Autoshotgun so rumspringen können und nur so machen. Das ist, ja, ich hab damit ein Problem. Das siehst du richtig. Ich bin halt, ne, für Skill dann doch eher. So, dass Skill dich abheben sollte und du 2 Kämpfe dadurch gewinnen kannst. Aber manchmal ist Skill irrelevant. Wenn Leute wie der hier rauskommen und so machen. Ist das für euch gut genug gewesen? Hat er dadurch Skill bewiesen? Ich glaube nämlich nicht. Goddammit. Aber das wäre so geil gewesen, hätte ich den Robocop während des Haters geschafft, Mann. Da wäre ich echt stolz gewesen, ja? Bin raus aus diesem Game. Tschüss.